Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es handelt sich um einen Haul. Es ist verdammt viel geworden. Tut mir leid. Es gibt auch ein paar Haushaltssachen, die ich nicht dabei habe, die ich schon in Gebrauch habe. Aber wenn ich mir noch erinnern kann, dann erzähle ich euch etwas darüber. Es sind auch ein paar Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Und ja, entschuldigt meine Stimme, aber ich musste dieses Video drehen, weil es ist verdammt viel. Okay, ich tue meine Tasche hier auf die Seite. Hoffentlich fällt mir nicht alles runter. Okay, so. Wir fangen an mit, was ich gestern gekauft habe bei Rossmann. Ich habe noch den Kassenzettel dabei. Außer alles, was ich hier habe, habe ich noch den Ajax Glasreiniger. Zwei Flaschen für 1,25 € gekauft. Ich habe mir die Maxi Weiter Pads gekauft. Ich wusste nicht mehr, ob ich noch welche schon hier, aber ich sehe schon, ich habe hier noch eine. Okay, zwei Packungen. Mhm. Ja, also insgesamt drei Packungen, aber die hier in diesem Einkauf nur eine, weil wie gesagt, ich war nicht sicher, ob ich noch welche habe oder nicht. Ich habe mir einen Primer gekauft. Ich weiß, es ist ganz Neues für mich. Den Photo Ready Primer von Revlon. Perfecting Primer, 27 ml sind hier. Die Verpackung hat mich total angesprochen. Ich wollte einen Primer kaufen. Wieso wollte ich einen Primer kaufen? Ihr wisst, ich bin nicht so der Primer-Fan. Aber ich habe gemerkt, seitdem ich den Portiography Primer in meiner Project 12 Gesichtprodukte zum Aufbrauchen in 2018. Also ich habe ihn in meinem Projekt und wenn ich ihn nicht benutze, dann mag ich meine Foundation nicht. Also es sieht irgendwie aus. Und deswegen, ich habe mir gedacht, okay, diesmal bei Rossmann gab es 30%, also diese Woche gibt es noch 30% bei Rossmann für Foundation, Concealer, weiß der Geier was. Und ich habe angeschaut, immer nachschauen, auch im Online-Shop. Da sind die Sachen auch reduziert mit Rabatt. Und ich habe gesehen, Primer sind auch dabei und Fixing Sprays. Deswegen, ich habe auch die anderen ausprobiert. Von Catrice gab es noch ein Primer, was ich getestet habe. Bei Maybelline habe ich keinen Primer gesehen. Komischerweise. Und bei L'Oreal auch nicht. Bei Essence glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich habe von Manhattan ein Primer getestet und von Catrice eins getestet, was mich richtig angesprochen hat. Und von Max Factor. Was mich richtig angesprochen hat, war dieser hier. Ich werde berichten, was mir sehr gut gefällt, ist, dass er so eine Pumpe hat und er hat sich so silikonisch angefühlt. Mal schauen. Apply to clean skin, use alone. Also auf saubere Haut auftragen alleine oder unter dem Make-up. Schauen wir mal. Dann habe ich nachgekauft die Sana Kids Knisterbad Geschichten, drei Tütchen. Die müssen immer wieder mit. Eine kleine Freude für meine Mausi und für mein Maus. Und wie gesagt, die Primers sind auch im Angebot. Den Photo Ready Primer, ich habe euch nicht gesagt, dank der 30% hat nur 7,69 € gekostet. Natürlich noch die 10% Rabattcoupon, das habe ich noch dabei gehabt. Also es hat mich um die 7 € gekostet, was ich total okay finde. Knisterbad 1,99 €, Wattepads 59 Cent. Ich habe noch einen Mikrowellenreiniger gefunden. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Man muss einen Schwamm anfeuchten und ich weiß nicht, wie viel der Tropfen oder so von dieser Reiniger drauf tun und einfach in die Mikrowelle reintun und lassen. Also kochen, ne? Und ich wusste gar nicht, dass es da was gibt. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte es diese Woche testen. Bin gespannt.
Der hat 90 Cent gekostet. Und dann, wie gesagt, ich habe angeschaut, ob die Primer auch, die Fixing Sprays auch dabei sind. Und ja, tatsächlich, die Fixing Sprays sind dabei reduziert im Angebot für 2,06 € statt 3 €, glaube ich, ungefähr. Entschuldigt. Und na, dazu noch die 20, die 10%, also ungefähr 1,94 €, ne? Rechne ich richtig? Glaube ich schon. Also unter 2 € pro Flasche. Den mag ich sehr gerne von Essence. Ich habe schon eine Flasche in Gebrauch und ich habe noch eine Flasche von Vichy, diese Thermalwasser. Ich mag die sehr gerne, weil es nimmt diese extra pudrige Schicht aus meinem Gesicht und dafür, ja, top. Ich wollte mir auch den von Catrice holen. Es gab nur einen. Der hat 4,95 € gekostet, Originalpreis. Aber ich habe gesehen, es steht matt drauf. Und ich mag nicht unbedingt diesen Matt-Look, also Matt-Finish. Bin nicht so der Fan davon. Deswegen, ich habe mich für den entschieden. Ich habe alle gekauft, was noch da im Laden waren. Ich bin jetzt ein paar Monate besorgt. So, dann war ich nochmal bei Rossmann, ich glaube vor einer Woche oder zwei, keine Ahnung. Eine Woche, glaube ich. Jetzt alle. Soll ich mit Rossmann anfangen? Nee, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe was bekommen, zugeschickt von meiner lieben Sabine. Sum Sum. Auf Instagram ich werde ihr Kanal auf Instagram verlinken. Sie hat ein Action in der Nähe und sie hat so ein Bild gepostet mit Masken und ich habe gesagt, oh, wie geil, ich habe keine Action. Tolle Gesichtsmasken. Sie hat gesagt, okay, ich besorge dir ein paar. Und ich war oh, hin und her und ich muss euch unbedingt zeigen, was ich bekommen habe. Es ist krass. Erstmal Snail Star Facial Sheet Mask with Snail Gel Extract. Schneckengel. Also, geiles Zeug. Man muss sich. Entschuldigung. Nach 15, 20 Minuten muss man sich sein Gesicht waschen nach der Sheet Mask. Aber meine Haut war sehr gut gepflegt und super. So geil, ne? Echt cool, die Maske. Die ist schon aufgebraucht. Und da ist noch so viel von dieser Flüssigkeit drinnen. Ich habe sie in einen Tiegel reingeschüttelt. Also das viel extra, was drinnen war. Ich habe sie in einen Tiegel reingeschüttelt. Und ich werde es auch so wie eine Sheetmaske benutzen. Man kann einfach feuchte, normale Tücher, Abschminktücher, diese zum Naseputzen, ne? Kann man sich auch drauf, also, ne? Erstmal diesen Serum oder was das ist, extra Flüssigkeit, einfach so klatschen auf dem Gesicht, großzügig. Und dann diese Tücher. So haben wir früher diese aufhellende und austrocknende Masken gemacht mit Zitronensaft, ne? So Sheet Masks, bevor wir Sheet Masks gehabt haben. Also ich zumindest vor 10 Jahren oder so. Ne? Kann man machen. Dann, ich habe hier noch die Facial Sheet Mask with Wine Extract und Retinol Derivativ mit Wein. Finde ich sehr cool. Also diese Masken, ja, unglaublich, unglaublich, unglaublich. Also ich bin sehr gespannt. Und jetzt, dass ich hier euch gezeigt habe, kann ich die auch verwenden. Sheet Mask with Charcoal und Sea Salt Extract. Also mit na, Kohle. Und Seesalz, Meersalz. Und dann so geile, schau mal, wie schön die sind. Einmal Weekend Love Clay Mask. Dann Peel Off Mask, Let's Stay Home. Und Chill and Unplug Mousse Mask. Sehr schön. Ja, wie gesagt, gibt es bei Action. Und sie hat mir noch ein paar andere Sachen reingebracht. Nochmal so eine Cremegel-Maske von Balea. Die habe ich selber, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe mich so gefreut. So, das ist alles. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift
von Makeup Revolution. Da steht keine Name drauf. Leider ist der mir viel zu pink. Also der ist mega pink. Sie hat auch gesagt, es ist kein Problem, wenn ich die weiterleite. Ich werde mal schauen, aber ja, so von ersten Eindruck, der ist mega pink. Also ich bin nicht so der Typ. Dann habe ich hier den Stilo Eyeshadow Long Lasting in Bronze Leaf 910 von Love. Ich habe keine Love-Produkte. Ich besitze keine Love-Produkte. Und der ist brand new. Oh, der ist so geil. Oh, schau mal. Oh, ich liebe die Farbe. Wow. Oh, und er fühlt sich so gut an. Oh, mein Gott. Ja, und die Farbe mag ich sehr gerne. Ich besitze ein paar Pullover in dieser Farbe. Mega. Also ich freue mich total. Super. Dann ein Liquid Eyeliner von Asos. Keine Ahnung. So schaut's aus. Wow. Der malt aber dünn. Seht ihr das? Also ich habe hier zwei. Wow. Mega. Super. Ich freue mich sehr. Und so guter Letzt eine Laura Geller Pinsel. Are you fucking kidding me? Laura Geller. Als ich das gesehen habe, sehe ich das nicht richtig. Also, das ist Synthetic Hair. Ich kann mir gut vorstellen, damit zu bronzen, zu konturieren. Geil. Oder ich könnte es auch zum Abpuder unter die Augen, aber ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu groß. Mal schauen. Und hier gibt es noch eine Seite. Schauen wir mal. Als Lidschatten vielleicht. Mega. Also, ich habe keine Laura Geller Produkte. Unglaublich. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine, wenn du mein Video siehst. Danke dir tausendmal. Also echt cool. Die Masken hätten gereicht, weil ich liebe Sheetmasken. So, dann wie gesagt, zu meinem Einkauf. Zwei Stück von dieser Sheetmask. Was habe ich gesagt? Von dieser Abschminkzeug. Dann, als ich bei Rossmann war, gab es reduziert, Moment, es gab viele Sachen reduziert von Essence. Und zwar von dieser Counting Stars LE, die Nagelpuder. Und hier ist zweimal Shine Bright, die habe ich für 95 Cent ergattern können. Ich trage die übrigens auf meine Nägel. Ich trage also nicht diese genaue, aber Nail Powder. Ich habe hier experimentiert. Eigentlich sind das nur zwei Farben. Kann man sehen. Ich habe hier einen Hollow-Effekt, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommt. Und hier, was anders ausschaut, ist einmal der und danach der drauf und dann der und der drauf oder umgekehrt. Also, aber es sind nur zwei Farben. Bin total in diesem Trip. So, und ich habe mich sehr gefreut, weil ich die von Essence sehr, sehr gerne mag. Dann ist das den A Sky Full of Stars, habe ich noch gefunden. Den habe ich auch. Also, das sind nur Backups. Und Hollow It's Me, also das ist silberne. Den habe ich auch. Wie gesagt, nur Backups für 95 Cent muss dann sein. Und der Topcoat von Mainz habe ich schon bisher benutzt. Also ein Backup passt. Und was ich sehr interessant fand, auch reduziert, Sonderpreis 1,95 Euro. Easy Removal without using Nail Polish Remover. Von Catrice, den Glitter, Peel-Off Base und Topcoat. Peel-Off Base Coat. Gerne würde ich probieren. Der riecht stark nach Kleber. Schauen wir mal, ob wir das gut finden. Schauen wir mal. Dann habe ich ergattern können in Sale bei Essence den Contouring Brush. Und ich finde die so süß, ne? Es war leider die letzte und ist so weich. Also damit, ja, würde ich sehr gerne konturieren. Und wow, hat ein Härchen verloren, aber sonst, nee, nichts mehr. So, also darüber bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich möchte es
sehr gerne probieren. Dann habe ich Ohrringe gefunden bei Rossmann reduziert, statt 5 Euro nur 2 Euro. Hier war noch ein paar, die liegt in meinem Schlafzimmer, weil ich habe die schon getragen. Also ihr könnt sehen, hier sind 3 Paar Ohrringe, so Kreolen, aber nicht ganze. Also hier sind die offen. Und die mittlere habe ich schon getragen, finde ich vollkommen in Ordnung. Für 2 Paar Ohrringe für den Preis finde ich vollkommen in Ordnung. Was habe ich noch gekauft? Ja, ich habe mir Nagellackentferner gekauft mit Aceton, weil zurzeit trage ich so Gel auf meine Nägel, also ja, diesen so wie Nagellack, ne? Aber den muss man kurieren unter die Lampe. Und wenn ich das entfernen mag, geht nicht mit normales Nagellackentferner, deswegen habe ich mir acetonhaltig gekauft. Dann war ich bei meiner liebe Biene, meine Nachbarin und Freundin, und sie hat mir gesagt, sie hat eine Revlon Color Stay Make-up für Combination und Oily Skin, was sie nicht benutzt, in die Farbe 220 Natural Beige. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe diese Foundation vor, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre, aber ich habe es geliebt. Ich habe eine Flasche davon gehabt. Es war, oder zwei sogar. Es war mein Lieblingsfoundation. Es hat sich so schön verteilen lassen. Der war mega. Und jetzt habe ich auch ein passendes Primer. Also es ist nicht von der gleichen Serie, aber auch von Revlon. Habe mich sehr gefreut, weil ich wollte mir sowieso eins kaufen zum Testen, ob es die gleiche Formulierung ist. Und ja, es für sie passt ja nicht. Sie ist nicht damit zufrieden. Ich habe gesagt, ja, gerne nehme ich dir das ab. Und wir sehen, könnte es neu vielleicht zweimal benutzt. Und ja, danke schön, liebe Biene. Also der wandert in meine, wie gesagt, in meine Project 12, weil ich habe schon was aufgebraucht. Und dann wandert er als Nachschub. Ich war dann bei Müller. Bei Müller habe ich ein paar Sachen gekauft, weil, ja, ich verrückt. Ich habe mir, ich habe nicht vergessen, ich habe Geburtstag gehabt und habe einen Gutschein von meiner Arbeitskolleginin bekommen. Und von diesem Gutschein habe ich mir auch ein paar Sachen gekauft, die zeige ich euch alle. Von diesem Gutschein habe ich mir dann 2 von diesen Biotherapy-Sets gekauft. Und der dritte habe ich mir selber gekauft. Es sind diese Sets, wo enthalten ist, also ich habe es eigentlich für diese Creme, auch Aquasource Gel, gekauft. So ein Set kostet momentan 8,97 € bei Müller. Und hallo, 20 ml Creme, wenn ich 2 Sets habe, die haben mich, also 2 Sets haben mich unter 16 Euro gekostet, und so eine Creme kostet um die 40 Euro, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall über 30. Man ist viel, viel besser, man kommt viel besser am Preis, und man hat dazu noch Nachtcreme und Deep Serum und Augencreme. Ja, also ich bin echt begeistert. Ich meine, ich habe noch ein Set irgendwo. Ich weiß es nicht. Aber momentan, nee, ich habe kein Set, ich habe nochmal diese Creme Single. Solange die noch gibt es bei Müller, ich gehe noch ab und zu und schnappe mir noch ein Set und so. Also ich liebe diese Creme. Dann von diesem Gutschein von meiner Kolleginnen. Henke, da war doch hier was, genau. ja, das soll da ran. So, und ich habe mir gegönnt, den Beauty Blender gibt es auch bei Müller für 20 Euro, meine ich. Ich glaube schon. So eine Kugel mit den Beauty Blender und eine Seife. Den Beauty Blender wollte ich mir jetzt schon lange nachkaufen, aber da es diesen Set gab mit dem mit die Seife, ich habe mir gedacht, okay, probier es mal. Es ist kein Muss, aber mein Gott, ne? Und dann habe ich meinen Müller auch im Sale ergattern können. 2 geile Ohrringe, Paar Ohrringe.
für 2 Euro statt 7,95 habe ich diese geile Ohren gefunden in Rose Gold. Die sind aus Plastik. Also man merkt schon, das ist kein Metall. Und die sind nicht schwer. Und die finde ich so geil. Also ich könnte die heute auch auftragen, aber muss nicht sein heute. Aber die sind echt geil. Und was mich mega, mega, mega gefreut hat, auch für 2 Euro statt 12,95 diese hier. Also die finde ich so genial. So genial, so genial. Also mehr fürs Abend, aber sei mal nicht böse. Ich bin verrückt genug, die in die Arbeit mitzunehmen. Also die finde ich so genial. So genial. Geil. Für nur 2 Euro. Ich müsste die mitnehmen. Ich habe gesagt, nee, die sind mein, als ich die gesehen habe. Und dann drehe ich das und ich sehe, die haben original fast 13 Euro gekostet. Ich habe noch Preise hier. Ich war auch bei DM. Ich war bei DM. Habe nicht viel gekauft bei DM. Ich habe diese Zauberbad von Tinti gekauft für 1,85 Euro. Auch für meine kleine Maus, meine kleine Maus. Ja. Ja, er braucht auch ein bisschen Spaß in die Badewanne. Dann gab es diese Duftwachs von Airwick im Angebot, also reduziert. Und die hat 1,95 Euro gekostet. Und es riecht sehr gut. Ich rieche jetzt trotzdem nur, ich kann nur durch ein Nasenloch atmen. Es ist echt schlimm. Was ich noch gefunden habe und ich habe euch nicht gezeigt, den Ipuro Raumduft Cotton Fee, Cotton 5 für 4,95. Normalerweise kosten die 10 Euro, also die großen. Und ja, und dann habe ich diese Dresdner Essenz Bade Sprudelbad mit entspannender Honigduft. Die haben nur noch 50 Cent gekostet. So, ich meine, ich habe 3, genau, ich habe 3. 3 davon, Sprudelbad. Und ich habe nochmal dieser Sprudelbad Wärme und Festlichkeit, diese Limited Edition. Die andere ist auch Limited. Ich habe die schon mal gehabt, aber ich weiß nicht, ob als Sprudel oder als Badesalz. Ich bin nicht mehr sicher. Aber gut. Für 50 Cent teste ich das nochmal. Also. Und dann habe ich 2-mal Sios Salonplex Cure gekauft. Schaut so aus. Hier sind 300 Milliliter. Ich habe gesehen, es steht Plex drauf. Also alles, was mit Plex, Olaplex, Megaplex, weiß ich Plex draufsteht, muss ich kaufen. Die geht aus dem Sortiment wahrscheinlich raus. Für 1,85 gekauft. Der Preis ist sehr gut und deswegen habe ich da gleich 2 Tiegel. Sios hat relativ gute Produkte und ja, 2 Ziegel. 2 Ziegel gekauft. Genau, Elisa. 2 Ziegel. Und da gab es bei der Kasse so Emeokal. Das werde ich dann gleich essen. So, das war's. Meine Tüte ist jetzt leer. Ich muss die Sachen wieder einräumen und dann los geht's in die Arbeit. Es ist ja 6.20 Uhr in der Früh, deswegen, wenn ich nicht so richtig reden kann in der Früh, verzeiht mir. Ich bin ja schon mal krank und zweitens, es ist verdammt früh. Ich bin nicht bereit, so viel zu reden in der Früh. So, das war's mit meinem Haul. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt. Vielleicht schaffe ich hoffentlich bis Freitag dieses Video hochzuladen, dass ihr vielleicht auch was dazu noch bekommt, bei Rossmann, bei DM, bei Müller, wer weiß. Ja, also von alles, was ich selber, also nicht was zugeschickt bekommen habe, aber oder bekommen habe, was ich mir selber gekauft habe, ich bin am meisten, ja, auf diese Ohrringe gespannt und diese Sets, also mega. So, das war's mit meinem Video. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss, ihr Lieben.